warum auch immer mir die gerade nicht mehr angezeigt wurden. Egal. Also, wir haben ja eben mit den Muhmen gesprochen. Und jetzt geben wir unsere Quest hier beim Weidler ab. Und kümmern uns jetzt allgemein so ein bisschen um die Nebenquest und um die ganze Fragezeichen, die hier auf der Map herumlungern. Bevor wir wieder zum Baron gehen. Weil ich nicht weiß, was passiert, wenn wir beim Baron fertig sind. Und ich möchte nirgendwo hingeportet werden, wo ich das vielleicht noch nicht hin will. Weißer Wolf, nicht, wie das hier läuft. Weißer Wolf, was braucht der Wolf? Eine Wolfsfrau? Okay. Ich war nicht witzig. Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Jeden Tag eine gute Tat. Jeden Tag eine gute Tat. Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Ja, ich habe einen an der Waffe. Eins fürchtete der Weidler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat, der Weidler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt, ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Mhm. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Exer. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen, für wenig Geld bekommst du sie von mir. Das klingt gut. Weißer Wolf, weißer Wolf. Ich möchte mir einmal seine Ware angucken. Ich könnte ein paar Zutaten. Ja, stimmt. Brauchen wir dann gar nicht mehr so unbedingt. Vielleicht nicht ganz so viel. Okay, das haben wir fertig. Bis dann. Dann können wir jetzt hier wieder raus verschwinden. Und mal gucken, was wir hier so in der Umgebung noch an... Gar nichts. Doch, da oben. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, Kaspern hier wieder hier hinten erstmal rum. Haben wir noch irgendwelche Aufträge, die da hinten zu machen sind? Wo ist denn der Wahrsager? Ah, okay, der Wahrsager ist da hinten an einer ganz... ganz bescheidenen Stelle. Das ist da. Okay, das wäre hier noch in der Nähe. Das mit dem Jäger. Aber zuerst möchte ich wirklich hier ein paar Fragezeichen abarbeiten. Müssen wir dann zwar wieder dahin laufen, aber es ist trotzdem noch nahe unsere Standorte. Auf dem Weg. Ich frage mich allen Ernstes, wie lange wir eigentlich schon spielen. Also das Spiel jetzt hier. Okay, wir sind insgesamt bei 13 Stunden. Okay. Schade nur, dass das hier alles auf Englisch ist, die ganzen Errungenschaften. Na gut. Ist ja kein Problem. Wir wandern durch den Wald. Lass mich raten, wir müssen jetzt einmal auf die andere Seite. Das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Schnurstracks sind wir am Ziel. Jetzt wird uns das auch wieder angezeigt.
So, ein Schatz. Brief mit Wasserschäden. Das wäre dann wahrscheinlich wieder was für die Schatzsuche. Gehe ich mal von aus. Ja, neue Quest, versunkener Schatz. Was jetzt, du Stück Dreck? Ah, Piraten! Okay. Gott, ich freue mich, wenn ich endlich die Bücher habe. Wobei, ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich direkt nach meinem jetzigen Buch das schon anfange. Die Witcher-Reihe. Weil... Was? Huch? Nee, nee. Weil ich mache das mit meiner Großmutter zum Beispiel immer so. Wir haben quasi so ein... Ja. Buchclub könnte man das quasi sagen. Also jetzt nicht im Sinne von, wir treffen uns mit mehreren, sondern halt wirklich meine Großmutter und ich alleine. Und wir tauschen halt uns wirklich immer mit den Büchern aus. Das heißt, mal kriegt sie dann die, die ich gelesen habe. Und mal kriegt ich die, die sie gelesen hat. Und ja. Gut, ich weiß noch nicht, wann ich sie wiedersehe. Wenn ich jetzt, glaube ich, die komplette Witcher-Reihe durchlese, dann wird sie, glaube ich, nicht... werde ich, glaube ich, keine Zeit mehr haben, noch was für sie dann großartig zu lesen. Dann kriegen kann. Deswegen denke ich, werde ich erstmal zumindest noch ein zweites Buch, weil das andere Buch lesen. Was? So, ja gut. Leb wohl. Kräuterhändler. Das heißt, hier können wir zumindest schon mal unsere Kräuter kaufen später. Bomben haben wir zwei. Alchemie. Tränke. Katze kann ich endlich herstellen. Den in totaler Finsternis. Maribor-Ball beschleunigt die Ausschüttung von Adrenalin. Wunderbar. Grünes Mutagen. Und blaues Mutagen. Großes blaues Mutagen. So. Warte, dann kann ich jetzt auch hier bei Charakter das große blaue Mutagen reinpacken. Zeichenintensität plus 40. Es ist doch schon mal was. Quatsch. So, das sollten wir jetzt auch. Dann würde ich wahrscheinlich den hier noch machen. Die beiden noch machen. Alles andere wäre dann, glaube ich, schon ein bisschen zu weit vom Schuss. Schätze ich einfach mal. Huch, Gerät. Ich möchte natürlich auch nicht zu weit wegrennen. Eines Schmugglers. Okay. Dann da jetzt hin. Das geht jetzt alles hier bei den Schätzen mit rein, ne? Ja, alles bei Schatzsuchen mit rein. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite weniger gut.
tötet, wenn ihr die Götter liebt. Jetzt würde. Ich dachte gerade schon, hä? Wollen die mich nicht töten? Boah. Alter. Gerade, was machst du denn mit den Leuten hier? Da ist noch eine Kiste. So, dann mache ich den jetzt noch. Weißt du, da sind zwar immer noch welche in der Nähe, ganz weit in der Nähe. Aber was schon. Und noch mehr dieser Türe. Aua. Gut, ich sollte erstmal die anderen töten. Was ist los? Reiß dir die Eier ab! Nein, also so wenig. Jetzt. Ich dachte, er wird gar nicht sterben. Okay. Das nehmen wir einmal. Wobei, warte mal. Vielleicht. Nee, ist auch mittlere Rüstung. Das ist Glanz. Glanz ist jetzt nicht so gut. Okay. Schade. Also kann ich einmal noch mal kurz meditieren. Meditieren. So. Das heißt, jetzt können wir einmal wieder zurück. Da ist aber noch einiges zu tun. Und hier drumherum auch einmal noch. Okay, gut. Dann einmal nach Schwarzzweig zurück. Aber hier auf der Straße ist jetzt auch keiner mehr. Warte mal. Nicht zu lange. So, hi, Plätze. Mit dem Pferd ist das doch angenehmer. Was ich ja gerne mal wüsste, ob man dann so privat, also so hier im Spiel auch nochmal nach Kaer Morhen kommt. Ich würde mich da eigentlich schon gerne noch mal ein bisschen umsehen. Wenn man ja nur im ersten Teil das Vergnügen hatte, da zu sein. Da ist noch einer. Was ist das denn? Die Taste? Doch, Kaer Morhen. Hier, doch mal, kommt hier noch mal hin. Bonusstufe 19.
Bodenstufe 10. 1, 2, 35, 16. Oh Gott, und wir sind Stufe 9. Ich frag mich, was hier die höchste Stufe ist. Ja. Wüsste ich gerne. Schon mal Baumrinde gegessen? Liebchen, nachts wird das Tür und das Fenster besser festgeschlossen. Ich hab Buchgetrappel und schrecklich. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein. Sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Okay. Glenna also. Dann hören wir uns dann erstmal um. Hallo, Glenna. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur die Haare sind geil. Zu verkaufen, aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas. Tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Also eigentlich nicht, aber... Ich möchte mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Haare sind geil. Weißt du, wo sie hingegangen ist? Also die Haarfarbe meine ich. Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Okay. Also Wölfe könnte durchaus möglich sein, aber... Würde man dann nicht Boden finden? Das hat weh getan. Diese Kinder. Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt sicheln und hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Deswegen sind wir aber nicht hier. Ich wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Vielleicht hat er einfach seine eigene Frau umgebracht. Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hannah. Ich konnte sie nicht erkennen. Vielen Dank.
Lebt wohl. Gut, es könnte Glenna sein, weil sie vielleicht eifersüchtig ist auf den Mann. Das hat wehgetan. Könnte ihre Schwester sein. Könnte aber halt auch irgendwer anderes sein. Oder eine Zauberin. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Da kannst du deinen Arsch drauf verwenden. Aber spät. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Jetzt sind wir wieder hier beim Weidler. Hier ist ein Friedhof. Huch. Ihr werdet nicht Boxkampf machen hier. Da ist der Weg. Ich bin jetzt auch mal ohne Fett unterwegs. Ich weiß, sich jetzt gerade nicht lohnt. Gott, aber die Gegend hier ist auch einfach so traumhaft schön. Ich könnte mir tatsächlich, wenn das so ein echter Wald wäre, könnte ich mir das echt vorstellen, hier leben. Huch. Warte, da ist unten. Ich bin auf meinem Mauspad. Jetzt. Ich würde einmal in die richtige Richtung gehen. Das sind Wölfe. Was jetzt, du Stück Dreck? Wir sind doch an einem Kadaver dran, glaube ich. An einem Hund. Hexer? Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Njellen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Die eigene Schwester? Ich mach mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Hannah ist sicherlich tot. Njellen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Okay, ich kann es mir denken. Ich kann es mir wirklich denken. Wahrscheinlich ist ihre eigene Schwester eifersüchtig gewesen. Und wollte, dass die eigene Schwester dann stirbt oder sowas. Irgend sowas Krankes wird das sein. Weil, wenn meine Schwester tatsächlich verschwunden wäre, Gott, ich würde alles in Bewegung setzen, damit sie gefunden wird. Aber doch nicht einfach sagen, ey, ja, nee. Die ist doch eh bestimmt tot. Du brauchst nicht suchen. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Njellen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hannah rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Der Mann verdient Besseres. Meinst dich? Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Das hat was mit herzlos zu tun. Njellen ist mein Auftraggeber. Nicht du. Oder sie hat sie selber umgebracht. Das war kein Mensch. Also, ja, hat sie umgebracht und... Oder umbringen lassen. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. Nur langsam? Blauen Spuren. Sie sind tief. Blauen Spuren.
Hier ist noch was. Das Rasmus Hanna verwesenden Leiche gerissen. Überall ist blutig. Werwolf, ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Ja. Yeah. Aber. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Ja, hier. Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Ah, und jetzt können wir hier dem Geruch folgen. Aha. Wir haben jetzt hier im Zickzack hin und her gesprungen. Wie es aussieht. Ja. Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Also, wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie nicht ihre Schwester? Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Nein, ihr eigener Mann hat sie umgebracht. Oder wie? Oder einfach einen anderen Jäger beauftragt. Notizen. Von wem die wohl sind? Wir werden uns gleich angucken. Das ist erforderlich. Okay. Die Armbrust ist besser. Geheimnisvolle Notizen. Ich bin, wer ich bin. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen in den Märchen der alten Frauen zwar helfen, bin ich bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit weg sein von allem. Weit weg von Hanna. Der Anfall kommt und geht. Ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack von Blut auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere. Beute mit Pfeil und Bogen zu erlegen ist eine Sache. Die mit Zähnen und Klauen zu zerreißen, eine andere. Zumindest kann ich hier tief im Wald niemanden verletzen. Gütige Militäre, wache über alle die zu nahe kommen. Okay. Versteck unterm Haus. Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Hab mir einmal ganz kurz meine Hausschuhe geholt. Weil dadurch, dass jetzt die Heizung natürlich ein bisschen runtergedreht wurde, ist etwas höher. Also jetzt nur an den Füßen kalt, nicht allgemein. Weil der Boden jetzt immer so schön beheizt ist. Das ist ein bisschen höher. Wir haben es gleich, keine Angst. Blöd, man hat vorhin natürlich auch die ganze Zeit das Fenster noch offen gelassen. Auch nochmal ein Grund, warum der Boden ausgekühlt ist. So.
dann mal hinein in das Versteck. Also. Brauchen. So. Speichern. Habe ich eigentlich irgendein Öl? Bestienöl höchstens. Na, auf Einbruch der Nacht warten. Werwolf, gleich hier. War schon. Nein, halt! Tu ihm nicht! Ich denke, wir müssen reden. Es ist Njellen. Lykanthropie kann jeden treffen. Aber es ist ein Fluch. Tut mir leid. Ich muss... Du verstehst nicht. Ich liebe ihn. Fast hat er mir gehört. Da bist du gekommen. Verschwinde. Lass uns in Ruhe. Erst wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Ich liebe ihn, seit ich denken kann. Auch als ich sein Geheimnis erfuhr. Du wusstest es, dass ich mich hier einsperre und die Verwandlung abwarte? Ich wusste es und es war mir egal, aber du hast Hannah gewählt. Ich wollte, dass sie dich sieht. Sie hätte dich verlassen und wir wären zusammen. Du hast sie hergebracht, in jener Nacht. Und darum hatte ich morgens den Geschmack von Blut im Mund. Ich hab's für uns getan. Sie sollte nur sehen, wie du dich verwandelst. Ich wollte ihren Tod nicht, glaub mir. Ich glaube dir nicht. Nee. Und ich töte dich willentlich. Zum ersten Mal überhaupt. Das geht nur euch beide etwas an. Ich misch mich da nicht ein. Aber wenn du mir nochmal über den Weg läufst, töte ich dich. Nein! Erbarmen! Du hattest kein Erbarmen mit deiner Schwester. Und ich hab keins mit dir. Bin ich gemein? Ich weiß es nicht. Ich finde aber, ich habe das Richtige getan. Ich hab dir gesagt, ich bring dich um. Ich weiß, was du gesagt hast. Tu es. Wenn du den Tod willst, such dir Zügel und einen Baum mit starken Ästen. Geht nicht. Ich kann nicht. Ich war immer ein Feigling. Bitte, tu du es. Naja. Und was ist mit der Schwester jetzt? Können wir die auch noch irgendwie finden? Ne, ich glaube, die ist hier nicht mehr. Das ist eine andere Frau. Das war nicht die Schwester. Okay. Dann nicht. Dann heute mal nicht.
Aber wir haben jetzt Neil einen Schlüssel. Das heißt, wir kommen jetzt bestimmt an seine Truhe ran. Jo. Wunderbar. Okay. Dann haben wir auch das. Rennen Krefeld, Verteidiger des Glaubens. Okay, hier sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Die können ich zumindest erledigen. Und von hier aus quasi die Dinge abarbeiten. Zumindest die, die hier so den Weg da lang sind. Wäre doch schon mal ein bisschen was. Ah, hier hinten sind wir. Okay. Hätte ich gerne. Ja. Oh Gott. So, bitte einmal speichern. Ja, könnt ihr ja gerne versuchen. Also das mit dem Umbringen. So, nur für das reine Silber bin ich jetzt hergekommen. Ah, naja. Heißt ja nicht, dass ich es immer lohnen muss. Solange wir etwas vorankommen. Frag mich, woher sie wissen wollen, dass ich der Sohn einer Ziege bin. Ich würde sagen, der Sohn als Wolf. Denn, ne? Weil der Wolf und so. Nein! Aus! Weg! Nächste Ziel. Da wieder. Ach nee, so ein Lager. Oh. Das hält er nicht durch. Das sind relativ viele. Das wird kein Problem sein. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Diesmal habe ich den Spruch richtig hingekriegt. Mund halten und kämpfen. Aua. Zu schnell, der Hurensohn. Jetzt kommst nur noch du. Sehr schön. Ah, und die Leute können wieder hin. Also doch so ein Ort, aber nur zum Beten, glaube ich. Hier gibt es, glaube ich, nicht so viel. Zwergenschnaps nehmen wir einmal mit. Okay. Jetzt haben wir von hier aus auch ein Lager für
die Orte hier noch. So, dann gehen wir jetzt nächstes nach da. Gehen langsam mal näher an unser Ziel ran. Nee, lass wieder weg. Wie nicht. Viel einfach nicht. Nein. Halt, stopp. Oh, Piraten. Tötet ihn, beutet ihn. Werft ihn in den Graben. Lass mir neue Sprüche einfallen. Wird doch langweilig. Ja gut, muss ich gerade sagen. Ich gehe immer... Ei! Wo sie dieselben Sprüche hat. Vielleicht sollte ich mir echt mal so ein Witzebuch holen. Wobei, wir haben ein... Oder zumindest hatte ich das meinem Freund mal geschenkt. Ein... so ein Spruchbuch von... von Game of Thrones. Vom Gnom, glaube ich. Da sind sehr, sehr viele Sprüche von dem drin, aber auch von anderen. Stufe 10. Stufe 10 ist gut. Mist. Jetzt habe ich das falsche gewählt. Ach, ja, da komme ich noch nicht ganz mit klar. Aber. Dann muss ich hier irgendwas reparieren? Nein. Schwere Rüstung aber schlechter. Bringt mich aber auch nicht weiter, wenn die schwere Rüstung schlechter ist. Was? Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Kaufen wir mal ein paar Sachen. Müssen ja hier nicht alles mit uns rumschleppen. Hiervon brauchen wir das ganze Zeug auch nicht mehr. Hast du hier noch irgendwas? Leichte Rüstung. Ich würde ja gerne schwere Rüstung tragen. Aber ich glaube... Geralt mag keine schwere Rüstung. Oder gibt es das hier am Anfang noch nicht? Wie gesagt, bin ja noch recht neu, was Witcher angeht. Und wie viel haben wir davon? Rüstung haben wir gar nicht so viel. Jetzt glaube ich, ein bisschen dauern wird, bis wir jetzt das nächste Mal in ein Schlepp kommen. So, wo ist das nächste? Da. Wir arbeiten uns jetzt hier einmal so komplett hier lang. Dann natürlich auch noch einmal hin nach unten. Damit wir die Fragezeichen abarbeiten können. Ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber da wir hier noch die Schreine zu reparieren haben, passt das eigentlich. Das ist nur so ein Abwasch. Endlich auf, in sein Schwert zu rennen. Bitte. Warte mal. Das hat es jetzt gebracht. Kannibalen? Sehr nice. Gut, sind, jetzt nicht besonders stark, aber... Trotzdem nice. Das erinnert mich an den ersten Teil. Da gab es ja auch einen Kannibalen. Oh,
Wobei ich den auch nur im zweiten Spieldurchlauf gesehen habe, weil ich beim ersten Spieldurchlauf eine Quest nicht angenommen hatte. Deswegen weiß ich auch erst jetzt durch den letzten Streamdurchlauf, dass das ein Nebala war. Ne, das will ich nicht. Fläschchen nehmen wir mal mit. Das Erdbeerenfell nehmen wir auch mal mit. Ich weiß nicht, wofür wir es brauchen, aber wir nehmen es mit. Und das hier ist ganz in der Nähe. Gibt das eigentlich auch gute Erfahrung oder eher weniger? Es ist noch nicht zu spät. Ich glaube, es kommt auf die Aufgaben drauf an. Vorne sind noch welche. Nein, ich glaube nicht. Hier hinten ist nur einer. Sehr schön oder auch nicht. Hier drin. Die Runde nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Okay, das Buch könnte man vielleicht auch mitnehmen, aber leider nicht. Brauchen wir nicht. Boah, Alter. Ist aber auch gut Teil der Tod. Condylus. Condylus ist ausgerottet. Baumstimmen können auch Geldstücke versteckt sein. Noch mehr Kannibalen. Wir sind hier, glaube ich, im Gebiet der Kannibalen angelangt. Aber auch wie niedrig die Stufe ist. Ich habe mich mal als erstes hier unten drum gekümmert. Und die Gegner haben ja meistens nichts für mich dabei. Das meiste, was eigentlich immer wichtig ist, ist Alkohol und Nahrung. So, ich habe einfach mal dein komplettes Lager kaputt gemacht und du hast nichts davon mitgekriegt. Fast. Lübt. Ne, wir gehen jetzt tatsächlich Richtung Quest mal. Richtung Questziel. Schlagt ihn! Tötet ihn! Fleischig. Dann können wir nämlich hier irgendwas machen. Ich bin echt mal gespannt, wie viele Stunden wir hierfür brauchen. Jetzt gerade gar nicht. Ich will mal ganz kurz was nachgucken. Und zwar, wie viele Stunden wir für die anderen Spiele gebraucht haben. Also für Witcher haben wir für Witcher 1 haben wir tatsächlich 6 Monaten.
mir.